Ich bedanke mich für den überkrassen Support. Ein dickes Bussi geht an euch alle raus. Ich versuche überkrasse Videos für euch zu machen. Ich versuche sie länger zu machen. Trotzdem dürft ihr bitte nicht vergessen, ich droppe dreimal die Woche. Ein bisschen Erbarmen mit mir, wenn die Videos mal nicht so lange werden. Egal, ob wir die 5000 Abos voll machen oder nicht, mein Goal für nächstes Jahr habe ich dieses Jahr erreicht. Ja. Ich stehe mitten irgendwo im Gras, wollte einen geilen Winkel finden, dieses wunderschöne Gebäude in meinen Hintergrund zu kriegen. Heute werden wir Burger essen. Ihr liebt die Burger-Videos? Ich bin ehrlich, ich liebe sie, glaube ich, noch mehr. Warum? Ich kann Burger essen. Der letzte Burger, boah, der war eine Ansage. Denke auch, dass man diesen Burger nicht mehr schlagen kann. Zumindest hier in Kairo nicht. Aber ich versuch's. Und ich habe heute einen Laden rausgesucht. Shock's Burger heißt es. American Burger. Es soll auch in diese Richtung gehen, was wir letztens hatten. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß in diesem Video. Schlimmste in dieser Stadt ist Straße überqueren. Das macht keinen Sinn. Aber es ist ein guter Moment gerade. Bei Straße überqueren gibt es hier eine Regel. Nie rennen. Also diese Straßen, die wir jetzt lang gehen, bin ich selber auch noch nicht lang gegangen. Deswegen. Ich glaube, hier ist ein Metzger mit Lieferservice. Diese ganzen Motorräder sind immer alle Lieferservice. Da gibt es drei dicke Spieße, die werde ich auch noch probieren. Also so heißt der Laden. Starten, wir sind gleich da, 2 Minuten. Shock's Burger, die nächste rechts und dann müsste da auch der Laden sein. Größtes Problem hier in Ägypten ist, dass man hier nicht überall filmen soll und jeder Polizist immer denkt, dass er einen anreden muss, dass man nicht filmen soll oder dies nicht oder das nicht. Und das hier anscheinend ist eine sehr gefährliche Area. Ich wurde gerade angesprochen. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, weil ich konnte nicht filmen. Jetzt wollte meinen Ausweis sehen. Richtig unnötig, aber egal. So Freunde, und da rechts sieht man schon Shock's Burger. Jetzt bin ich schon wieder so angefressen, dass ich einfach nur essen möchte. Ich habe wirklich Hunger. Sorry, English? Yes. I'm not Egyptian. And why you take a picture? I'm a YouTuber. YouTuber. And also why? Because I film here. I will try the food. That is not a food. It's drug clean. But I didn't film you. I can blur your face, no problem. Shukran. I would take the classic cheeseburger. Double or triple? Double. Double. And fries, Pepsi Diet. Fries and double or cheese? Normal fries. Fringe? Yes. I pay with card. Card? Yes, card. Der Laden sieht. Ich kann es mal so sagen, ich war nie in Amerika, aber so ähnlich würde ich es mir vorstellen. So ein geiler Burgerladen, der geil eingerichtet ist mit diesen Neonlichtern, diese Metallwände. Einfach ein bisschen verspielt, bunt und trotzdem clean gehalten. Und das feiere ich einfach. Die Rezeption ist auch geil. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht durchschauen kann, so ein bisschen wie die Burger gemacht werden. Aber ich sag mal so, heute ist wichtig, dass der Geschmack überzeugt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe am Anfang des Videos gesagt, ich glaube, der erste oder der letzte Burger ist nicht zu schlagen, aber ich habe ein gutes Gefühl hier. Ah, okay, danke. Schon gerade. Der Typ ist geil, Mann. Der macht extra Musik aus, weil sonst kriege ich Copyright-Probleme. Hunger, Leute, ich habe Hunger. Ist es scharf hier alles oder es geht alleine? Gut aus, ja? Das ist ein geiler Winkel, das sagt ihr. Ich mache, glaube ich, so die Thumbnail. Let's get it. Das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber Freunde, wie geil, oder? Seid mal ehrlich. Da macht doch Burger essen Spaß, Alter. Machen wir das gute Stück auf. Oh. Sie riechen frisch. Würze, wild. Aber
der Crunch fehlt. Mhm. Das Einzige ist, es sind deutlich zu wenig. Ich würde hier von vier Portionen essen mit dem Burger. Egal, ich packe den jetzt mit einer Hand aus, weil das ist der Nachteil, wenn man alleine filmt. Okay, okay, okay. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Erster Blick, hä? Ich finde, man kann damit arbeiten. Kommen wir zu dem wunderschönen Teil. Was sehen wir hier? Schauen wir rein. Ich rieche die Sauergurken. Schöne Tomate, auch schöne dicke, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Zweimal Fleischpatty. Käse, wichtig, dazwischen. Und jetzt ist es soweit. Mmh. Ganz, 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 ganz wild. Ganz, 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 ganz wild. Schaut mal an. Sieht schon gut aus, oder? Juicy. Ja, das Brot hier finde ich auch, ist so, schon leicht matschig. Ist mir ein bisschen zu trocken. Das ist wirklich das Einzige. Mhm. Also was ich dazu sagen kann ist, Fleisch top, Käse top, Tomaten top, Soße gut, man merkt den Salat, man merkt die Sauergurken, das Brot, nur das Brot, ist mir ein bisschen zu trocken. Pommes dazu machen auf jeden Fall Sinn. Kurz gedacht, ich sterbe. Schluck auf bekommen, zu schnell gegessen. Jetzt kommen wir einmal zu diesem Burger. Was ich sagen kann ist, dieser Laden übergut, in meinen Augen, ist wirklich ein geiler Laden, ich kann ihn euch empfehlen. Wenn ihr in Kairo seid, schaut vorbei. Ich würde dem Burger eine 8,4 geben. Er ist für mich ein bisschen schlechter als der eine davor, den wir getestet haben, aber eine 8,4 und das Maximum, was ich je in meinem Leben gegessen habe, ist eine 9. Ein wirklich sehr runder Burger. Ich habe da drin noch zwei Jungs kennengelernt, richtig korrekt. Die studieren hier die arabische Sprache und auch ein bisschen den Koran. Wir haben Instagram ausgetauscht, vielleicht, die haben mal gesagt, komm mal mit zum Fußball oder so. Richtig freundliche Jungs, man, sprechen krasses Arabisch, krasses Englisch und sind eigentlich aus Schweden. Gehen wir noch ein bisschen Kairo erforschen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich hier ein Straßenschild wirklich aufmerksam wahrgenommen habe. Ibrahim Street. Let's go. Gehen wir mal durch, oder? Diesen Weg kenne ich auch. Ich muss jetzt hier nur, ich darf hier jetzt nicht komplett alles filmen. Muss ein bisschen aufpassen, aber wir gehen eins vorher rechts. Und dann gehen wir mal durch so einen kleinen Straßenmarkt noch durch. Das möchte ich euch zeigen. Ich sage euch eins. Holt euch nie Verträge bei Vodafone. Vodafone, größten Räuber in Ägypten. Ich schwör's euch. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gehen kann. Na, Freunde. Und dann in dieser Area, wir befinden uns gerade in Heliopolis. Ja, sind nicht so viele Bäume und nicht so viel Grünes. Wenn man zum Beispiel in Maadis, wo wir auch schon waren, wo wir diese deutsche Bäckerei getestet haben, da ist es full. Full, wie Dschungel sieht es aus. Ganze Straße voll mit grünem Gewächs. So, und ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, aber seht ihr da hinten, wie in dem Sonnenlicht diese Moschee durchblitzt? Wunderschön, oder? Wunderschön. Das ist mir auch aufgefallen. In Kairo gibt es gefühlt jeden Tag einen sehr schönen Sonnenuntergang. So, weil hier einfach so wenig Wolken sind, siehst du meistens die Sonne. Heute zum Beispiel, ich glaube, da hinten ist bewölkt, aber manchmal, glaube ich, ist es auch keine Wolken, sondern ist das Rauch, der von der Stadt aufsteigt, einfach dieses ganze Abgase und sowas. Schaut, Straße überkreuzen, gehen. Ich zeig's euch jetzt einmal. Seht ihr? Gehen, nie rennen. Und immer schauen. Zum Beispiel hier, struggle it out, ne? Gehen. Und
und nie rennen. Das ist der Trick. Die bauen sich hier jeden Abend ihre Stände auf und die bauen sie dann auch wieder ab. So funktioniert das hier. Und da hinten ist das Präsidentengebäude, da fängt es zumindest an, es zieht sich dann diese ganze Straße entlang. Da auf keinen Fall filmen. Wenn ihr da filmt, wird euch die Polizei rausziehen. Hier ist ein Markt, sehe ich gerade. Keine Ahnung für was. Aber wenn ihr da filmt, Bruder, huste mich doch nicht an, Digga. Auf jeden Fall, wenn ihr da filmt, ja, ihr werdet entweder die Speicherkarte abgeben oder alles löschen mit der Polizei zusammen. Hier gibt es auch so einen kleinen Straßenmarkt, finde ich auch richtig nice. Immer diese Kiosks. Da seht ihr mal. Krank, oder? Diese alten Gebäude sind doch wunderschön, Mann. Allerlei Klamotten werden hier verkauft. Von Teppichen, ich glaube, alles wird hier verkauft. Einfach alles. Schon crazy, eh? Diese wunderschönen Gebäude hier überall. Ich glaube, das war mal ein altes Hotel oder so. Kann man das lesen? Ruf Roxy Hotel. Das war ein altes Hotel, ja? Na, Freunde, so sieht mein Spaziergang aus. Und nach dem Gym gehe ich auch immer direkt zu Fuß. Warum? Ist einfach chillig. Gehen wir hier durch. Hier ist auch irgendein Turm, ich weiß nicht genau was. Taschen verkauft. Ich weiß auch nicht, was da vorne ist. Aber hier gibt es allerlei Sachen. Ja, ist ein ganz altes Gebäude. Hier werden wieder Fake-Schuhe verkauft. Ich muss immer aufpassen. Ich mache mir manchmal Sorgen, wenn Motorradfahrer vorbeikommen, nicht, dass irgendwer diese Kamera aus meiner Hand zieht. Right, eh? Smoky Street hier. Sind die hier am Puffen. Hier wird Mais verkauft. Heute in der Früh bin ich um 6.30 Uhr zum Gym. Die Straße war wie, als würde es Kairo nicht geben. So. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann, gefühlt in einer Zeitspanne von 30 Minuten, einfach komplette Straße, so. Cool. Und das ist halt, ich finde, das ist so ein kleines Phänomen hier in Kairo. Aber ich muss schon sagen, ich lieb's hier. Und jetzt würde ich sagen, springen wir kurz hoch in die Wohnung und dann zeige ich euch mal den Ausblick vom Dach. Das ist auch nochmal, was man sehen muss. Wir wohnen im fünften Stock. Fünfter Stock ohne Aufzug. Es sind genau 100 Stufen. Das Mieseste ist, wenn du so hoch gehst und dir so denkst, oh, Alter, ich hätte noch gerne eine kleine Schokolade gehabt. Dann überlegst du zweimal, ob du dir noch eine holst. Ja. Türen werden eingeschlossen. Und ja, ich glaube, das war's auch gerade. Ich glaube, hier sind sie mit Malen vielleicht schon fertig. Müssen wir mal nachschauen. Ja. Ja, auf jeden Fall. So sieht's gerade aus. So, Freunde, jetzt könnt ihr mal sehen. Schaut mal. Für Leute mit Höhenangst ist das hier auf jeden Fall nichts. Schaut mal an, wie tief es hier runter geht. Aber ich sage euch so, für manche Leute mag das jetzt schockierend sein. Ja, aber das ist eine Stadt, die in der Wüste gebaut ist. Und das ist nicht Europa. Somit, ich will keine blöden Kommentare jetzt in den Videos sehen oder unter dem Video sehen, sondern einfach anschauen, damit habt ihr es gesehen und könnt ihr es den Leuten erzählen oder es euch mal selber geben. Es ist trotzdem, finde ich persönlich finde, es ist trotzdem wunderschön. Schaut mal. Boom, ja? Eine Betonmauer. Es ist nicht Europa, es ist nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, es ist Kairo, Ägypten. Ja, und ich versuche immer alles so herzuzeigen. Also nicht nur die schönen Ecken. Hier sind Zimmer gewesen früher. Für die bediensteten Mädchen, so gesagt, oder Hausmädchen, die gekocht haben und so, die sind nicht durchs normale Treppenhaus reingegangen und durch die ganze Wohnung gewandert, sondern die sind außen, wo ich jetzt gerade hochgegangen bin, hier hoch, in ihre Zimmer, da in sowas zum Beispiel, das sieht es natürlich jetzt nicht wirklich, und da haben sie dann geschlafen und ansonsten sind sie direkt in die Küche rein. Und ja, Freunde, schaut euch mal das an. Das ist doch
Das ist doch, seid mir ehrlich, jeder, der schon mal Assassin's Creed gespielt hat, ja, schaut euch mal das an. Sheesh. Ist doch crazy, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt gerne was in die Kommentare, aber ich möchte keine Beleidigung oder irgendwas übers Land Schlechtes hören. Weil ich kann euch so sagen, jedes Land hat wahrscheinlich solche Ecken, wo man sich denkt, Alter, aber das gehört dazu. Und ich finde es... Seid mal ehrlich, es wird Leute geben, Fotografen, die sagen, hey, lass mal hierher kommen, Fotoshooting machen. Schaut mal, schaut mal. Fotoshooting so. Wie wunderschön kann es sein und wie alleine ist man hier so, weißt du, wie ich meine? Alles mit diesem Sandstaub überzogen. Schaut mal diese riesen Satellitenschüssel an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich stelle mich jetzt mal daneben. Ich bin 1,90 Meter groß. Diese Spannweite von dieser Satellitenschüssel, ich glaube, die empfängt Fernsehen aus Timbuktu, Alter. Ich feiere es auf jeden Fall. Jeder, der es nicht feiert, kann ich auch verstehen. Ja, es ist für mich einfach, finde ich, ein sehr, sehr geiler Kontrast zu diesem ganzen München. München ist so, weiß ich mal, so alles perfekt, sauber. So, Freunde, um diesem Video jetzt auch den gebührenden Abschluss zu geben, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Ich habe überlegt, mal ein Live-Video zu starten. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es sehen wollt. Lasst es mich mal gerne wissen unter den Kommentaren, ob ihr mal Bock habt, dass ich wirklich so mit euch mal so eine Stunde einfach, wir gehen was essen, wir gehen durch Kairo und den Livestream, ich weiß nicht, ob ich den über Twitch machen sollte oder über YouTube. Aber schreibt gerne mal unten rein, ob ihr Bock hättet auf Livestream auf Twitch oder Livestream auf YouTube. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Kommi, ein Abo da. Und wir sehen uns wieder. Ich glaube, ich sollte mal ein Video machen. Eine Nacht auf Kairos Dächern. Und einfach mal eine Nacht hier alleine verbringen.